Das ist auch hier mit dabei und wir stellen heute euch unser Projekt DD LitLab vor und wie wir quasi in unserem hochschulweiten Ansatz die Digital- und Datenkompetenzen in der Universität Hamburg stärken. Dafür haben wir uns zunächst ein paar Punkte auf die Agenda genommen, einmal die Ziele und Rahmendaten, dann die Bausteine der Digital und Data Literacy an der Universität Hamburg, unseren Schwerpunkt künstliche Intelligenz bzw. generative künstliche Intelligenz in der Lehre und die Digital University Teaching Literacy. Zunächst ein paar Ziele und Rahmendaten unseres Projektes. Wir laufen seit August 2021 bis jetzt dieses Jahr Juli 2024 und werden jetzt auch verlängert bis Ende Dezember 2025 mit insgesamt einem Fördervolumen von 3,75 Millionen Euro durch die Stiftung Innovation in der Hochschullehre bereitgestellt. Wir sind am Zentrum für interdisziplinäre Studienangebote an der Universität Hamburg angegliedert und arbeiten zusammen mit dem Hamburger Zentrum für universitäres Lehren und Lernen. Und im Projekt verfolgen wir zum einen das Ziel der Weiterentwicklung der sogenannten Digital University Teaching Literacy. Wir nennen es auch liebevoll Duty. Also nicht wundern, wenn ich immer mal von Duty spreche zwischendurch, der Lehrenden. Also das adressiert die Lehrenden und dort wollen wir Strukturen weiterentwickeln und neu schaffen, in denen Lehrende ihre digital didaktischen Kompetenzen ausbauen können, um digitale und hybride Lehrformate noch souveräner beherrschen und gestalten zu können. Und das geht einher mit der Entwicklung des sogenannten Lehrenavigators. Das sieht dann ungefähr so aus. Einem Tool zur Orientierung in der digitalen Lehre. Der zweite Schwerpunkt ist die Förderung der Digital und Data Literacy von Studierenden. Das Ganze fachübergreifend, interdisziplinär, in einer Vorlesungsreihe mit begleitenden Übungen und im Lehrlabor. Dazu komme ich auch gleich noch. Das betrifft dann die Bausteine der Digital und Data Literacy an der Universität Hamburg und der Förderung eigenständiger, datengetriebener Studierendenprojekte. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir werden verlängert. Das Ganze um 17 Monate bis Ende Dezember 2025. Und die Kernidee dieser Projektverlängerung ist der stärkere Fokus auf Verstetigungsaspekte des Projektes. Das heißt, die engere Zusammenarbeit mit beständigen Akteuren an der Hochschule, die Entwicklung von Cross-Disciplinary Teaching Labs, dazu kommen wir auch noch, und das Digital und Data Literacy Curriculum universitätsweit auszurollen. Das heißt, wir haben da ganz viel erarbeitet in den letzten Jahren und wollen jetzt halt schauen, dass wir das sukzessiv in die Strukturen der Universität auch permanent integrieren können. Ein großer Schwerpunkt dabei soll die generative KI in Studium und Lehre sein. Das ist wahrscheinlich bei vielen von den heute Anwesenden auch so. Und dafür stehen uns insgesamt 1,3 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung. Der erste Baustein der Digital und Data Literacy ist das Data Literacy Lehrlabor. Das ist so aufgebaut, beziehungsweise bildet den Kern des Projektes, dass wir zwei Ausschreibungsrunden hatten für Lehrprojektförderung, um halt innovative und neuartige Lehre oder Lehrformate zu ermöglichen durch strukturelle, materielle und personelle Ressourcen. Das einerseits fachspezifisch, das heißt in den Studiengängen, fachübergreifend im Studium Generale und mit TransferpartnerInnen zusammen. Unterstützt werden wir dabei durch die IT-Expertise in unserem Projekt in Form von Datensammlung, Analyse und Visualisierung und der digitalen und hybriden Lehrgestaltung. Zudem haben wir quasi den Rahmen der Duty, wie ich es bereits erwähnt hatte, mit Qualifizierungs- und Beratungsangeboten hinsichtlich Didaktik und dem Repositorium für digitale Lehre. Das hatte ich ja auch schon einmal gezeigt gehabt, dem Lehre-Navi. Das Ziel ist die Erprobung und nachhaltige Integration von innovativer Lehrideen in diesen drei Förderlinien, die ich bereits genannt habe. Das heißt, in konkreten Lehrveranstaltungen innerhalb der Universität diese Themen Digital und Data Literacy voranzubringen und in diesen zwei Förderrunden einerseits didaktisch, technisch, administrativ zu unterstützen und dann den Austausch vor allem auch zu fördern zwischen den sogenannten Fellows. Das machen wir mit Fellow-Workshops während der Projektlaufzeit und das Ganze hat halt so gestartet, dass 52 Projekteinträge in diesen zwei Förderrunden eingingen und wir 35 Projekte tatsächlich auch fördern konnten jetzt die letzten 2 Jahre.
Das Ganze ging dann in 41 Lehrveranstaltungen auf an allen Fakultäten der Universität Hamburg, weiteren zentralen Einrichtungen und im Rahmen des interdisziplinären Studienangebotes. Das sieht dann, wenn man sich die gesamte Uni anschaut, so aus, dass wir in der ersten Förderrunde 14 Projekte hatten, die in 22 Lehrveranstaltungen aufgingen. Da waren alle Fakultäten beteiligt, bis auf die Psychologie und Bewegungswissenschaft. Die kamen dann auch dazu in der zweiten Förderrunde mit insgesamt 21 Lehrprojekten in 29 Lehrveranstaltungen, wodurch wir das breite Spektrum an der Universität abdecken und vor allem den Schwerpunkt auch, wie man hier schön sieht, im interdisziplinären Studienangebot haben. Das macht in der Summe 41 Lehrveranstaltungen. Nachhaltigkeit ist dabei für uns ein ganz großes Thema. Das heißt, wir wollten keine One-Hit-Wonder haben, die wir einmal fördern und nach der Förderung halt leider keine Ressourcen mehr haben zum Weitermachen, sondern immer mit Fokus auf einer Verstetigungsperspektive. Dazu haben wir zum einen auch den Fellow-Austausch und den Wissenstransfer auch zwischen den Disziplinen, also cross-disciplinary, zu fördern. Davon jeweils einmal pro Förderrunde, vor allem im Schwerpunkt. Verstetigung auch, also ganz explizit. Die Veröffentlichung und Dokumentation der entstandenen Konzepte und Lehrmaterialien unter einer offenen Lizenz zur Nachnutzung wird angestrebt und wir wollen eine Community of Practice damit etablieren, das heißt auch MultiplikatorInnen für Data Literacy Education an der Universität Hamburg erzielen. Und die Verstetigung und Weiterentwicklung der Lehrangebote werden halt engmaschig von uns begleitet. Um dafür einmal kurz zwei Beispiele zu nennen, schauen wir uns einmal die Geisteswissenschaft an, genauer die englische Linguistik. Da gab es dann ein Projekt, das halt als Ausgangslage oder beziehungsweise die englische Linguistik hat als Ausgangslage vor allem traditionell immer schon datenbasierte Vorgehensweisen, ähnlich zur Soziologie zum Beispiel. Und als Herausforderung natürlich die wachsenden Datenmengen. Korpora von Millionen, Milliarden Worten und verbesserte Analysetechniken in Forschung. KI kommt ja jetzt immer mehr auch noch oder rückt immer mehr in den Fokus. Und das Ziel war dabei einfach in diesem Lehrprojekt, also das Ganze in die Lehre aufzunehmen und Studierende in Seminaren zu befähigen, mit den Analysetechniken und Datenmengen umzugehen. Das Ganze fand in beiden Förderrunden dann statt, einmal unter dem Thema Advanced Data Analysis for Linguists und Applying Data Science to Controversial Discourses. Schwerpunkt war dabei Datenanalysen mit R bzw. R-Studio und in der ersten Förderrunde lag der Fokus auf Methoden und Datenanalysen und Forschungsfähigkeiten und in der zweiten Runde die Kombination von Methodik und inhaltlicher Analyse mit dem Inhalt polarisierender öffentlicher Diskurse. Die Learnings aus diesem Projekt waren dann vor allem, dass viele Studierende der Anglistik ohne Interesse am Thema sich eher zurückhaltend zeigen. Das haben wir sogar häufiger gemerkt, dass Data Literacy explizit als Begriff sogar gar nicht so ganz gut ankommt, beziehungsweise viele Studierende damit nicht viel anzufangen wissen. Der Fokus soll deshalb eher auf der Entwicklung neuer didaktischer Ansätze liegen und andererseits natürlich auch kontroverse Themen ein breites Publikum ansprechen, also zum Beispiel die Covid-19-Pandemie oder Klimawandel, womit man dann in dem Kontext die Inhalte, die man im Rahmen von Digital and Data Literacy Education hier vermitteln möchte, auch an die Studierenden bringt. Interaktive Lernmethoden und praktische Übungen zeigten sich hier als besonders effiziente Lernmethoden und das ist schon das nächste Beispiel. Dazu kann ich aber dann auch gleich kommen. Das ist aus der betriebswirtschaftlichen Fakultät bei uns, das sogenannte Digital Causality Lab, ein weiteres Projekt. Dabei ging es um Kausalität als Schlüssel zur intelligenten Datenanalyse. Das heißt, die innovative Vermittlung der zwei Dimensionen von Kausalität, einerseits die kausale Modellierung und die statistische Modellierung durch sogenannte Shiny Apps. Shiny Apps, das sind kleine interaktive Lern-Apps, die man selber entwickeln kann. Und die werden eingesetzt, um spezifische kausale Themen hier in diesem Projekt zu illustrieren. Das heißt, wie lässt sich das Problem mit Daten beschreiben? Wie lässt sich das kausale Problem verbal und intuitiv formulieren? Wie lässt sich das kausale Problem formalisieren? Und was sind die Folgen mit Blick auf die statistischen Ergebnisse? Und das Schöne daran ist, dass die Entwicklung der Shiny-Apps auch zum Teil durch die Studierenden selbst passiert. Nehmen wir hier mal als Beispiel das Simpsons-Paradox. Das ist halt ein Paradox aus der Statistik. Dabei geht es halt um die Nichtbeachtung der Gruppen. Also wenn man bestimmte Gruppen nicht betrachtet, kann es halt zu Scheinkorrelationen kommen. Das hängt auch viel mit
Störvariablen zusammen und diese Variablen oder beziehungsweise die Daten selbst kann man dann hier ganz flexibel innerhalb dieser interaktiven App eingeben, verändern, die das quasi am Phänomen beobachten. Und man hat natürlich den deutlichen Kontrast zum statischen Textbook. Das Lehrprojekt hat im ersten Anlauf die Überarbeitung einer bereits bestehenden Vorlesung, Einführung in die kausale Inferenz plus Übung anvisiert und in der zweiten Runde ging es dann quasi darum, das Ganze in die Breite zu tragen und da halt auch einen nachhaltigen Effekt zu erzielen. Wer genaueres dazu wissen will, kann hier auch auf die Webseite des Projektes gehen. Die Learnings aus diesem Projekt waren dann halt vor allem, dass solche Open-Source-Software ein wichtiger Bestandteil von Projekten generell ist, jetzt dieses Projekt auch, da die Materialien natürlich frei verfügbar sind, forschendes Lernen eine Eingewöhnungsphase benötigt und wenn das dann gegeben ist, schnelle Fortschritte bei der Entwicklung der Data Products zu erzielen sind, die Studierenden von diesen interaktiven Lehrangeboten profitieren und in statistischen Lehrveranstaltungen, jetzt in der BWL-Fakultät, zukünftig häufiger interaktive Apps als Lehrmaterialien eingesetzt werden. Das Ganze können wir natürlich jetzt nicht ewig ausführen, deshalb haben wir eine Erfahrungsdokumentation bereitgestellt für die Öffentlichkeit, um die Konzepte und Erfahrungen der Projekte sichtbar zu machen. Und derzeit haben wir dazu 7 Video-Interviews aus der ersten Förderrunde abrufbar. Und es scheint auch so, als wenn das ziemlich nachgefragt ist, denn derzeit gibt es dazu 3.685 Aufrufe. Wer da also mehr wissen möchte und sich die einzelnen Lehrveranstaltungen je nach Fach auch genauer angucken will, kann auf uhh.de/lehrende oder über diesen QR-Code gehen und sich das gerne anschauen. Der zweite Baustein ist die Ringvorlesung Datenwelten. Da geht es, dabei handelt es sich um einen interdisziplinären Vorlesungszyklus, den wir seit dem Wintersemester 2021, also seit Projektbeginn, aufgebaut haben, wo halt Grundlagenwissen und die Vertrautheit mit Daten, Digitalität und Methoden im Vordergrund steht. Im Flipped Classroom-Ansatz, das heißt, wir haben halt eine online bereitgestellte Vorlesung mit Sprechstunden sozusagen via Zoom und begleitenden Online-Tests in einem Online-Lernformat. Und über 1.700 Studierende haben bisher an den Vorlesungen teilgenommen. Und seit dem letzten Semester haben wir sogar optionale Anwendungsübungen dazu. Dazu komme ich auch gleich noch. Datenwelten 1 handelt dabei von ganz grundlegend, was sind Daten eigentlich, Datenbanken, Datenanalyse, Supervised, Unsupervised Machine Learning, neuronalen Netzen, Computer Vision, Large Language Models und Informationsökosystem und Datenwelten 2 quasi ein Semester weiter, dann jeweils im Wechsel von Erkenntnistheorie, Ethik, Diskriminierung, Datenökonomie, Digital Divide, Datafizierung der Öffentlichkeit, Wertschöpfung durch Daten und dem Datenschutz. Da wir jetzt auch nicht die Zeit haben, das weiter auszuführen, aber das ganz toll alles aufgeschrieben haben, was dahinter steckt, hier einmal die Empfehlung auf www.datenkompetent vom Stifterverband zu gehen und dort sich das gerne anzuschauen bei Bedarf. Die Übung, zu der wollte ich noch einmal kommen, denn die ist seit dem letzten Semester neu, da greifen wir nämlich die Inhalte der Vorlesung dann auf. Betreiben begleitetes Selbstlernen mit Jupyter Notebooks und führen mittels R in Machine Learning und neuronale Netze ein. Im zweiten Teil dann noch in APIs und Datenrepositories, Git und GitHub. Und das Ziel ist, dass eigene Daten und in einem eigenen Projekt exploriert werden und als Leistungsnachweis dient quasi so ein Jupyter Notebook. Der dritte Baustein sind die studentischen Forschungsgruppen mit Schwerpunkt Data Literacy. Da greifen wir auch das Konzept der bereits existierenden Forschungsgruppen an der Universität Hamburg aufgrund der Exzellenzinitiative auf, indem wir halt speziell im Förderschwerpunkt Data Literacy studentische eigenständige Forschung unterstützen. Und das halt universitätsweit, das heißt an allen Fakultäten. Und Ziel ist halt die Stärkung der Digital and Data Literacy wieder von Studierenden, möglichst praxisorientiert und immer in Gruppen. Das haben wir bisher in 3 Ausschreibungsrunden gemacht mit dem Ideation-Seminar Data Thinking vorab, um halt diese Ideen zu generieren für die Projekte und dann auch in die Projektumsetzung zu gehen. Und die Studierenden können auch aus Transfer-Challenges wählen, die dann von PraxispartnerInnen zur Verfügung gestellt wird aus der Zivilgesellschaft. Und dann tatsächlich auch einen realistischen Nutzen in der Praxis haben.
Die vierte Förderrunde wird gerade übrigens angestrebt. Da wollen wir im Oktober mit beginnen und das befindet sich aktuell in der Ausschreibung. 31 Projektanträge wurden dazu in der Vergangenheit begutachtet, 25 Projekte davon gefördert. Also eine ziemlich große Menge von Studierenden kann tatsächlich auch diese Projekte bearbeiten. 64 Studierende sind das insgesamt aus 7 Fakultäten, die dort aktuell aktiv sind, und ein breites Spektrum an Themenmethoden und Datenpraktiken wird hier adressiert. Unterschiedliche Perspektiven auf Digital Data Literacy aus den verschiedenen Fachdisziplinen. Um das auch nochmal abzurunden, 2 Beispielprojekte, einmal Ava City Bike. Dabei ging es darum, welche Faktoren beeinflussen eigentlich die Ausleihe von Stadtfahrrädern und wie können diese Faktoren durch KI genutzt werden, um den Bedarf zu prognostizieren. Und Aid Thinking, das heißt, die Frage, kann generative KI eigentlich Kreativprozesse unterstützen und wie und wo im Kreativprozess kann der Mensch Nutzen aus generativer KI ziehen? Kommen wir zu den Key Learnings aus dem Gesamtprojekt. Zum einen, das Lehrlabor eignet sich als gutes Instrument zur Erprobung von Lehrinnovationen. Wir haben dieses auch aus dem Universitätskolleg damals übernommen und weiterentwickelt zur Schaffung von und Überarbeitung von Data Literacy Lehrangeboten bzw. Digital und Data Literacy Lehrangeboten sowie zur Identifikation von Schlüsselpersonen an den Fakultäten, um halt auch ein Netzwerk aus Multiplikatoren auszubauen. Es hat sich herausgestellt, dass der Ausschreibungsprozess, die Einbettung der neu geschaffenen Lehrangebote in Studienprogramme und die dauerhafte Verankerung hier eine Herausforderung sind, die wir aber jetzt natürlich in der zweiten Laufzeit vor allem begegnen wollen. Bei den Datenwelten-Vorlesungen gibt es durchweg eine positive Resonanz der Studierenden wir haben eine gute Skalierbarkeit der Inhalte und eine gelebte Interdisziplinarität dadurch, dass die Lehrenden aus vielen verschiedenen Bereichen über die Universität verstreut kommen. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Vorlesungs- und Übungsinhalte sowie die Koordination des Lehrteams und des Lehrmanagementsystems bindet jedoch hier viele Ressourcen. Das heißt, das ist nicht zu unterschätzen. Und die Studierendenprojekte haben einen hohen organisatorischen Aufwand und brauchen viel fachliche und überfachliche Betreuungskapazitäten. Aber die Studierenden setzen sich dann auch intensiv mit praxisorientierten Fragen auseinander und bauen dabei Expertinnenwissen auf. Und das bietet eine Chance, erste Schritte im Wissenschaftsbetrieb zu machen. Und damit würde ich einmal an Jenny übergeben. Und ich mache das ganz schnell. Ja, du kannst schon direkt die nächste Folie auswählen. Genau. Es ist uns allen ja begegnet, dass im Rahmen dieser Projektlaufzeit ein neues Thema unerwartete Prominenz erhalten hat, nämlich generative KI. Wir sind damit so umgegangen, dass wir als erstes einen Think Tank oder eine Community of Practice versucht haben zu etablieren, nämlich KI Hands-On. Das ist ein Netzwerk von Lehrenden an der Universität Hamburg, die sich da regelmäßig treffen, um systematisch an einer Weiterbildung ihrer Lehre zu arbeiten, und zwar fachspezifisch und fachübergreifend, eben jetzt unter diesen neuen Bedingungen. Das ist in Kooperation mit dem Hamburger Zentrum für universitäres Lehren und Lernen, wird es durchgeführt. Weiterhin haben wir in der nächsten Förderrunde, es wird eine dritte Projektförderrunde geben, jetzt im Rahmen der Verlängerung. Und da haben wir einen Schwerpunkt darauf gelegt, dass gezielt Bezüge zu den Lehrlaborprojekten bestehen soll und dass explizit auch Lehrmaterialien dazu entwickelt werden sollen. Auch in der Vorlesung Datenwelten hat jetzt generative KI eine Rolle eingenommen, und bei den Studierendenprojekten ist es ebenfalls so, dass in der vierten Ausschreibungsrunde jetzt auch ein Schwerpunkt auf generative KI gelegt wird. Diese Events, die KI Hands-on-Events, haben gestartet im Mai 2023. Da wurden Lehrbeispiele aus der UHH präsentiert zum Thema generative KI. Und die waren gar nicht so schlecht besucht. Es ist gar kein N dabei, aber wir sehen da auch so die Einteilung. Es war wirklich sehr bunt, aus allen Fakultäten waren Leute dabei. Hier ISA-Zentrum ist Zentrum für interdisziplinäre Studienangebote. Das ist vielleicht nicht selbsterklärend. Bei der nächsten Veranstaltung ging es darum, die Rahmenempfehlungen zum Umgang von generativer KI an der Uni Hamburg zu diskutieren. Da war ein Entwurf vorgelegt worden, der dann wirklich mit
Klick ganz vielen Teilnehmenden aus unterschiedlichsten. Moritz? Ja. Kannst du nochmal klicken, bitte? Aus unterschiedlichen Bereichen diskutiert wurde. Also hier sieht man auch, da waren dann sogar das House of Computing and Data Science vertreten, das Sprachzentrum und die Bibliothek. Also es waren wirklich aus unterschiedlichsten Bereichen Leute dabei. Dann hatten wir einen Workshop, wo es darum ging, Use Cases für die eigene Lehre zu entwickeln. Da haben wir anhand des Lehrpfads, den ich an der Stelle auch sehr empfehlen kann, geschaut, wo kann man innerhalb der Lehreplanung auch generative KI einbinden. Auch hier war es eine breite, heterogene Teilnehmendenschaft. Und bei unserer letzten Veranstaltung, die letzten Monat stattgefunden hat, haben wir ein Barcamp durchgeführt. Da wurde dann zu eigenen Themeninteressen diskutiert. Auch hier war es recht bunt. Wir sehen aber auch, die Anzahlen haben abgenommen über die Zeit. Den Lehrpfad können wir nachher nochmal im Chat teilen. Das war gerade eine Frage im Chat. Genau, aber wir sehen, es ist irgendwie stetig, das Interesse oder die Teilnehmendenanzahl ist irgendwie nicht gesunken. Und wir werden jetzt auch, also die Veranstaltungsreihe wird weitergeführt, aber wir werden auch wieder eine Umfrage machen. Du kannst gerne auf die nächste Folie gehen, Moritz. Denn im Teilprojekt Duty war die Aufgabenstellung bisher so. Wir hatten den Lehrenavi, den Moritz schon vorgestellt hat, der ist jetzt weitestgehend abgeschlossen und wird aktualisiert. Wir haben Workshops und Beratungen bereitgestellt für die Lehrlaborfellows. Da war vorhin auch noch eine Frage dazu. Gehe ich gleich auch nochmal mehr drauf ein. Wir haben diese Lehrlabor-Interview-Reihe, die mit der Erfahrungsdokumentation, wo der Link jetzt schon geteilt wurde. Klick. Wir haben eine Landingpage für Lehrende entwickelt. Das gab es vorher noch nicht an der Universität Hamburg. Also das ist jetzt auf der absoluten Startseite noch ein Reiter, wo es explizit um Lehre geht. Und ja, das war so unser erster Meilenstein der ersten Projekthälfte. In Bezug auf das Lehrlabor haben wir eben didaktische Beratung angeboten. Mit einem Schwerpunkt auch auf Scholarship in Teaching and Learning. Also es geht auch darum, dass sie ihre eigene Forschung beforschen können und da Unterstützung erhalten. Dann eben diese Erfahrungsdokumentation, die bereits dokumentiert wurde. Da wird jetzt noch weiter dokumentiert, die zweite Runde und dann auch hoffentlich was von der dritten. Dann werden wir weiterhin so KI-Hands-on-Veranstaltungen oder dergleichen machen, dass wir da auch gemeinsam mit dem HUL weiter didaktische Beratung zur Verfügung stellen und eben die Webseiten. Das ist so jetzt, was läuft, aber auch zu großen Teilen auch schon weitestgehend abgeschlossen ist. Nächste Folie. Wir sehen jetzt aber auch in unserer Beobachtung, die Folie kennen Sie schon, wir hatten 35 Lehrprojekte mit 41 Lehrveranstaltungen. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie die didaktische Beratung erfolgt ist, hatten wir insgesamt nur Anfragen für 23 Beratungen, die zwischen November 21 und Juli 23 stattgefunden haben. Wir sehen hier die Teilnehmendenanzahl. Viele haben es nur einmal gemacht. 8 Projekte waren nur einmal da. Aber es gab auch welche, die sogar 4-mal die Beratung in Anspruch genommen haben. Also insgesamt haben wir gar nicht so viele Gruppen erreicht. Weiterhin waren die Beratungsthemen sowas wie Antragsvorbereitung für die Förderung, didaktische Planung, Evaluation, Materialgestaltung war auch ein Thema und die Beratung, wie man Webseiten erstellen kann. Und wir haben so diese, es gab weiterhin auch noch Workshop-Angebote, die regelmäßig angenommen wurden. Also die auch mehr oder weniger verpflichtend für die Teilnehmenden waren. Also da war auch Peer Pressure, aber darüber haben wir eben auch gemerkt, wir haben halt schon die gefördert, die halt sehr, sehr fit sind, die sehr, sehr engagiert sind. Und wenn wir uns jetzt auch die Timeline angucken, die Beratungen haben stattgefunden zur Antragsvorbereitung, zur Evaluation, zur Antragsvorbereitung und dann nach November 22 gab es nur noch eine einzige richtige Beratung. Und wie kann man sich das herleiten? Vielleicht auch mit der Veröffentlichung von ChatGPT. Natürlich, viele sind mehrfach gefördert worden. Es gab nur sehr wenige, die nicht
Ihre Beratung auch schon in der ersten Runde haben wahrnehmen können. Aber ja, ChatGPT könnte da eine Rolle gespielt haben. Nächste Folie. Deshalb haben wir unseren Kurs ein bisschen geändert und eine Befragung ChatGPT and Me letzten Juli gelauncht. Und darin wurde deutlich, dass es einen extremen Bedarf gibt an Materialien und Infomaterial, nicht nur für Studierende, sondern eben auch für Lehrende, damit die das in ihrer Lehre einsetzen können. Weshalb wir jetzt, nächste Folie, gerade dabei sind, Workshops mit Studierenden durchzuführen, um dieses dann als modulare Bausteine Lehrenden zur Verfügung zu stellen, dass sie nicht eigenständig sich nochmal komplett in das Thema generative KI einarbeiten müssen, sondern das Material als Open Educational Resources dann nutzen können. Weiterhin arbeiten wir gerade an einem generative KI-Repository. Das ist eine digitale Anlaufstelle für Lehrende und Studierende, vor allem gerade für Studierende, mit Interviews auch von ExpertInnen zu generativer KI, mit Toollisten, mit aber auch, ja, sagen wir, Mutmachvideos etc. Und nächsten Monat wird es eine weitere Runde ChatGPT and Me geben, wo wir dann hoffentlich noch einen weiteren Einblick in den aktuellen Stand der generativen KI an der Uni Hamburg erhalten. Hier ein kleiner Einblick in unsere Webseite mit zum Thema generative KI im Studium. Wir bieten auch Workshops an für die Studierenden, wie gerade gesagt. Wir können die Links auch gleich nochmal teilen.